Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Doktore und wir machen weiter mit unserem Meta-App-Tutorial. Heute kümmern wir uns darum, dass wir unsere Table-View-Cells ein bisschen gestalten. Und ich möchte mit euch noch einen Updater für unsere Wetterdaten ganz fix implementieren. Und zwar kennt ihr das sicherlich aus einem Table-View, wenn man hier so runterzieht, dass sich dann irgendwas neu lädt. Genau das, nämlich so ein Refresh-Control. Die wollen wir jetzt auch noch mit implementieren. Das geht auch gar nicht schwer. Dafür brauchen wir eine neue Variable. Wir nennen sie mal var_updata. Und die initialisieren wir als UI Refresh Control. Und die müssen wir jetzt noch in unserem view.load ein bisschen anpassen. Und zwar sagen wir hier, updater.attributedTitle gleich NSAttributedString und die initialisieren wir mit einem String und sagen aktuelles Wetter laden. Dann für den Style möchte ich noch, dass die Tint-Color von diesem kleinen Rädchen, was sich da dann immer dreht, der unserer Navigation Bar entspricht. Also sagen wir noch updater.tintColor gleich self.navigationController.navigationbar.bartintColor. Ja, und jetzt müssen wir unserem Programm natürlich noch irgendwie sagen, was denn ausgeführt werden soll und wann, wenn dieser Updater irgendwie aufgerufen wird. Dafür sagen wir updater@target und nehmen hier das mit der Selector-Action und das, wo wir auch noch das Control-Event festlegen können. Ja, target self-Action, da nehmen wir einen Selector und zwar sagen wir einfach unsere LoadWeather-Methode und ControlEvents nehmen wir einfach ValueChanged. Ja, damit das Ganze jetzt funktioniert, müssen wir diesen View letztendlich noch hinzufügen. Das ist letztendlich nichts anderes als ein spezieller View, der da von uns generiert wurde. Und das machen wir mit self-TableView@SubViewUpdata. So, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen in unserer LoadWeather-Methode, die von diesem Updater ja aufgerufen wird, wenn der aktiviert wurde, nachdem unsere Daten aktualisiert sind, sollten wir diesen Updater auch wieder schließen, denn sonst bleibt er nämlich immer oben mit diesem kleinen sich drehenden Rädchen und unserem aktuelles Wetter wird geladen Text. Deswegen machen wir hier jetzt bloß noch mal kurz die Abfrage if self-updater Punkt refreshing, das heißt, wenn der gerade aktiv ist, dann sagen wir self.updater.refreshing. Okay, das können wir jetzt ja einfach mal ausprobieren, was jetzt passiert und ob was passiert oder ob ich es vermurkst habe. So. Unsere ganz normale Wetterliste, ja, und wunderbar, ja, wir haben unseren Loader mit der entsprechenden Farbe, wunderbar, okay. So, was wir jetzt machen wollen, ist unsere Prototype-Cells anpassen. Das sind unsere Cells und die müssen wir jetzt bloß noch irgendwie bestücken. Und ja, dafür erstellen wir uns zwei Klassen, nämlich Klassen vom Typ der TableViewCell.
Source, Cocoa Attach Class, UI Table, nein, Table View Cell. Und die nennen wir mal Top Cell. Und dann erstellen wir uns gleich nochmal eine neue. Und die nennen wir mal Button Cell. Okay. So, und die zwei weisen wir jetzt auch direkt unseren Table View Cells zu. Top Cell kriegt Top Cell und Under Cell kriegt, hätten wir auch Under Cell nennen können, aber egal. Darauf kommt es jetzt ja nicht an. Jetzt aber Outlets. Und zwar von unserem Image View, das wollen wir einmal als Outlet jetzt mal img. Dann haben wir einen Ort. Dann haben wir eine Temperatur. Beschreibung. Ach, und heute können wir eigentlich so lassen. Da steht halt für den ersten Eintrag immer heute. Brauchen wir uns also nicht groß mit auseinandersetzen. Okay, und das gleiche machen wir jetzt noch für unsere andere Cell, für die Under Cell. Ist das ätzend hier. Bottom Cell, so. Ja, hier haben wir drei Outlets, die wir machen sollten. Das ist auch wieder das Image. Das ist auch wieder die Temperatur. Und das ist die Uhrzeit. Okay, so. Dann wollen wir noch kurz unsere Cells ein bisschen anpassen. Crashed. Ja, tut es. Und zwar glaube ich, genau, dass da wir jetzt hier wild die Labels umbenannt haben, funktioniert nämlich die ganze Geschichte nicht mehr. Wir löschen für die ich glaube, bei dem war das auch noch. Da gehen wir nochmal in den Assistant Editor. Wir müssen es halt nochmal neu zuweisen. Und zwar machen wir ein Outlet auf das Ding und hier in Button Cell machen wir für Uhrzeit ein Outlet für Time. Jetzt glaube ich, hoffe ich, müsste es eigentlich wieder funktionieren. Jawohl, sieht scheiße aus. Warum? Okay. Okay, ich weiß auch, glaube ich, schon warum. Weil wir da natürlich noch keine Sachen gesetzt haben, keine Höhen für unsere Table Views. Okay. Gut. Aber zumindest funktioniert das erstmal irgendwie. In unserem Main Table View Controller, da brauchen wir jetzt nochmal eine Funktion, mit der wir sagen, Table View
Height for row at index path. Height for row at index path. Und hier unterscheiden wir jetzt einfach wieder, wenn 1, also wenn index path 0, weil die ist ja ein bisschen größer, dann return das. Und ansonsten für die Wettervorhersage halt was anderes. Da sagen wir jetzt return, was war das? 115. Und else return 65. Aber ich gucke nochmal nach. Dann ansonsten wird das wahrscheinlich wieder baden gehen. Wie hoch ist unsere Table View Cell? 65. Und die Under Cell? Oh, 80. Okay. Wir füllen es mal aus, gucken, ob es uns hilft bei unserer Darstellung. Ja, so ein bisschen, aber irgendwie auch nicht so richtig. Achso. Hat aber auch einen ganz einfachen Grund. Und zwar müssen wir die hier noch richtig casten, nämlich S Top Cell. Und da sagen wir es Bottom Cell. So, und jetzt können wir nämlich von unserer Cell jeweils die richtigen Attribute ansprechen. Hier können wir jetzt nämlich sagen Cell.Temperatur. Uhrzeit brauchen wir jetzt hier nicht mehr, aber wir können sagen Cell.Bild gleich Wetter am indexPath.row dot Wettergruppe. Also, nee. Anders. If let image gleich UI image named x, v. Dann sagen wir let's gleich image. Nee, das brauchen wir nicht unwrappen, wir sind im if-Block. Und ansonsten laden wir ein Default und dann sagen wir cell.build gleich UI image named 01d. Das müssen wir aber unwrappen, dass es das auch tatsächlich gibt. Okay. Jetzt haben wir also die Temperatur, das Bild, was hatten wir dann noch in der ersten Zelle? Ort und eine Wetterbeschreibung müssen wir irgendwie noch mit damit reinquetschen. Dann machen wir das, dann sagen wir cell dot, wie heißt es? Nee, Ort, aktueller Ort, gleich Wetter am index, index path Punkt row Punkt city name. Und cell.description gleich Wetter am indexPath.row. Beschreibung heißt das Ganze, genau. Was mault es jetzt? So ist es. Okay, damit sollten wir jetzt die Cell soweit gesetzt haben.
Hier unten das Ganze müssen wir natürlich noch ein bisschen anpassen. Das machen wir dort schon. Das heißt, wir müssen hier einfach nur das Wetter übergeben. Okay, so. Und hier machen wir quasi das gleiche. Und Cell. Uhrzeit gleich und da sagen wir Wetter am netpath.row.Uhrzeit und das Image machen wir genauso wie hier. Okay, und damit sollte das Ganze funktionieren. Wir schauen mal. Ja, wunderbar. Das Einzige, was wir noch machen müssen, ist hier nochmal sagen, dass das Aspect fit ist. Aber ansonsten, denke ich, sieht das doch schon ganz gut aus. Unsere Update-Funktion funktioniert. Ja, sieht man jetzt natürlich nicht, weil sich das hier nicht alle 10 Sekunden updatet, das Wetter, aber letztendlich ist es so. Ort wechseln. Gehe jetzt mal zu Arnsberg über. Und wir haben neue Wetterdaten. Okay, ja, das Einzige, was wir nächstes Mal noch machen müssen, das hier mache ich jetzt noch schnell. Main.storyboard Image View. Das ist Aspect Fit und wir können hier einfach mal die Sonne einladen, dass wir auch wissen, wie es aussieht. Das ist auch Aspect Fit, okay. Ja, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist nächstes Mal noch hier uns irgendwas Hübsches überlegen für unsere Detail View Controller. Und ja, ansonsten war es das eigentlich auch schon. Bis zum nächsten Mal mit freundlichen Grüßen, euer Doktore.